Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und wir sind in der ersten, wie kann man das nennen? Naran würde sagen, Montys Schwafelbude. Also wir sind in trotz alledem. Sagen wir einfach mal den Gedichtstitel, den ich dafür gewählt habe. So, worum geht's hier? Das ist ja was Neues, was ich jetzt angefangen habe. Also, keine Angst, ich mache das mit den Games weiter. Das Infrakta Games Archiv ist einfach eine großartige Sache. Macht mir einfach einen Haufen Spaß. Nur, es ist so, ich schweife ja hier und da so ein wenig ab. Naja, ich schweife ziemlich viel ab. Ich gebe es ehrlich zu. Und jetzt hat mir die Tage nicht nur eine, sondern mehrere Leute im Clan gesagt, ja Monty, das ist ja alles gut und schön, wenn du da immer erklärst, warum, wieso, weshalb und so. Aber manchmal könntest du vielleicht ein bisschen mal beim Game bleiben und einfach mal zügiger vorankommen bei den Spielen. Da haben sie im Prinzip ja recht, ja. Und jetzt ist es aber so, eigentlich hatte ich einfach vor, wirklich da einfach ein bisschen langsamer zu machen mit dem Abschweifen. Aber dann haben wir irgendwie abends mal im Clan über irgendwas geredet und ich habe dann so gemeint, ja, das ist ja wie da und da. Schweigen im Kanal. Ah ja, das kennt ihr doch, das habt ihr bestimmt auch gehört. Das und das, Schweigen. Ja, aber das und das kennt ihr, oder? Nein, Monty, das kennen wir nicht. So, jetzt muss ich ja sagen, ich bin's ja, also das meine ich jetzt auch nicht böse, ja, aber wenn ich bei der bin ja bei der Bundeswehr und als Offizier darf man da politische Bildung geben. Das darf ist in Anführungszeichen zu setzen. Jetzt ist es so, dass viele meiner Kameraden sich da immer so ein bisschen drumherum drücken, weil die meisten Mannschaftsdienst gerade nutzen die Zeit im Warmen, also gerade im Winterhalbjahr, diese Zeit im Hörsaal, im Unterrichtsraum für ein ausgiebiges Schläfchen. Da ist es warm, da kann man sitzen. Und deshalb drücken sich die meisten Kameraden drumherum und sie haben eh genug andere Aufgaben. Und dann macht man das so, man sammelt quasi diese Stunden und geht dann einmal irgendwie alle paar Monate, fährt man mit denen dann irgendwo hin, macht so quasi einen Wandertag, besucht halt irgendein Museum und damit hat das Thema sich. Und jetzt ist es so, bei meinen letzten Zug, also generell mein letzter Zug, mittlerweile bin ich nicht mehr auf Zugebene unterwegs, aber meinen letzten Zug, den ich ausgebildet hatte und ich politische Bildung gegeben habe, da war es einfach so, wie gesagt, jetzt wirklich nicht eine falsche Hals bekomme, es ist aber so, wir haben nun mal keine Wehrpflicht mehr. Jetzt ist das aus rein militärischer Sicht auch eine vernünftige Entscheidung. Und was die Wehrgerechtigkeit angeht, ist das auch eine kluge Entscheidung, weil zuletzt haben sowieso nur eine geringste Prozentzahl von den jungen Männern in Deutschland überhaupt Wehrdienst geleistet und die Mädels gar nicht. Also das hat mit Gerechtigkeit und Emanzipation und hast nicht gesehen, nichts zu tun gehabt. Ja? Man muss aber auch sagen, dass die Bundeswehr diese Knallchargen ja auch nicht gebraucht hat. Gut, ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren auch mal bei der Bundeswehr angefangen mit meiner Wehrdienstzeit, ja? Mit meiner Wehrpflicht. Und da hat mir gefallen, da bin ich geblieben. So, jetzt ist es aber so, aus verschiedenen Gründen ist das halt, also de jure ist ja nur quasi ruhend, ja, de facto ist sie halt einfach weg, ja. Weil wir haben, die Bundeswehr hat begeistert sofort angefangen, Ressourcen einzusparen, die dafür halt immer bereitgestellt werden mussten, entsprechende Kasernen, entsprechende Gebäude, entsprechende Ausrüstungsgegenstände, das hat hier immer einen Haufen Personal gebunden, Örtlichkeiten gebunden, Materialkosten, das war immer ein Haufen, das ist wirklich teuer gewesen, diese ganzen Wehrpflichtigen auszubilden. So, aber der Vorteil an den Wehrpflichtigen war, das war immer mehr oder weniger gemischter Haufen, der da anmarschiert kam. Jetzt hat man zwar so, also ich glaube viermal im Jahr wurde gezogen, drei oder viermal im Jahr, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube dreimal im Jahr, oder? Auf jeden Fall zwei davon waren immer geprägt durch bestimmte Gruppen. Das eine war der Abiturientenjahrgang, das waren eben die Jungs, die kamen gerade frisch vom Abi. Und dann hat man so diesen einen Jahrgang, das sind die, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit den Berufsschulen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt scheinen auch die Berufsschulen irgendwie die Lehre, also endet scheinbar auch die Lehre. Na, irgendwie erscheint das auch. Auf jeden Fall war das halt immer so zwei Bereiche. Und jetzt hatten die Abi-Bube bei all dem mir in der Frage alles genervt. Das hat viele Unteroffiziere damals immer in den Wahnsinn getrieben. Den Vorteil, dass sie so ausgebildet waren durch die Gymnasien, dass man dem Prinzip einmal was erklärt hat und im Allgemeinen
wie gesagt, die wollten das dann ausdiskutieren, aber zumindest haben sie verstanden, worum es geht. Den anderen Jungs, denen hat man das auch genau einmal erklärt, die haben es vielleicht nicht verstanden, aber auch nicht hinterfragt, weil die aus der Lehre gewöhnt waren, wenn der Meister sagt, spring, dann fragen sie nicht warum, sondern nur wie weit und wie hoch. Das hat natürlich auch wieder böse Vorteile, hat das manchmal aber etwas schwieriger gemacht, wenn man was versucht hat zu erklären. Keinerlei Reaktion eintritt, man denkt so, ne, sie werden es verstanden haben, und dann irgendwann, ja, warum habt ihr denn nicht gesagt, dass ihr es nicht verstanden habt? Weil dann stehen sie ein bisschen betröppelt rum, haben es halt nicht richtig gemacht. Ja, okay, so, wie auch immer, das waren halt immer so Mischungen. Jetzt haben wir die halt nicht mehr, jetzt kriegen wir viele Mannschaftsdienstgrade, zumindest in der Infanterie, kriegen man vom der Arbeitsagentur. Ja, beziehungsweise sind junge Männer, ja, die kriegen gesagt so, jo, probier's mal bei der Bundeswehr. Wie gesagt, nicht böse gemeint. Aber, man muss halt ehrlich sagen, kann man auch nachvollziehen, weil die Karriere als Mannschaftsdienstsoldat bei der Bundeswehr ist auch nicht unbedingt so wirklich erstrebenswert, weil die meisten sind ja als SAZ, also Soldat auf Zeit, für 4 Jahre nur eingekauft und danach rücken sie eh wieder auf den Arbeitsmarkt. Gut, man kann 4 Jahre seines Lebens echt schlechter rumbringen, als mit anderen Typen im Wald rumzurennen, rumzuballern. Gut, eigentlich sind alle am wenigsten einmal nach Afghanistan gegangen haben und eigentlich auch alle mit der Begründung, wir machen das wegen der Kohle, die wir kriegen, weil wir in Afghanistan sind. So, aber das waren tatsächlich zum Großteil sehr bildungsferne Menschen. Und wenn ich dann bei denen politische Bildung gegeben habe, da musste ich wirklich immer ganz vorne anfangen. So. Jedenfalls, wie jetzt der Clan letztens auch völlig sich, ja, völlig nicht, aber weitgehend ahnungslos gezeigt hat, was gewisse Grundlagen unserer Gesellschaft, unserer Geschichte, also wenn es jetzt auch sogar der deutschen Geschichte angeht, also da habe ich auch gedacht, so, ja komm, Freunde der Nacht, in Frakta hatte immer Bildungsauftrag, ja. Solange wir schon motten, haben wir immer gesagt, in all unseren Mods versuchen wir immer, Geschichte zu vermitteln, Hintergründe zu vermitteln. In 1648 erklären wir sogar Dinge aus der Biologie, Geografie, Biologie. Also wir greifen verschiedenste Themen auf und versuchen, die zu erklären. Pass auf, ich mache das jetzt mal und dann könnt ihr mir sagen, ob das gut ist oder nicht und dann gucken wir mal weiter. Zudem kann ich hier das nutzen, um übelst abzuschweifen. Was ihr jetzt ja schon gemacht habt zum Einstieg. Aber ihr kennt das von mir. Ja, deshalb müsst ihr euch im ersten Video immer ziemlich lang das Intro oder das Menü betrachten, weil dann erklär ich mir, was hier eigentlich vor sich geht. So, wir gucken uns jetzt trotz alledem an. Also diese, was ich jetzt hier mache mit euch. Ich nehme immer wieder bestimmte Gedichte oder Texte aus der deutschen Geschichte und ich erkläre, in welchem Zusammenhang das steht und wie das, warum das eigentlich wichtig ist, dass man die nicht vergisst. Ja. Also ich könnte euch jetzt natürlich auch irgendeinen so Knüttelvers aus dem 17. Jahrhundert rausholen, wo irgendeiner die dicken Hupen seiner Frau bezingt. Bei aller Freundschaft und Respekt vor den prächtigen Hupen von irgendeinem Müllersohn aus dem 17. Jahrhundert, darum geht's hier nicht. Ja. Also ich werde immer versuchen, bestimmte Texte aufzugreifen, von denen ich glaube, dass sie gewissen Wirkung oder Einfluss hatten oder für uns heute auch noch interessant sein könnten. Ja. Jetzt habe ich trotz alledem genommen, weil zum einen lässt sich das ganz großartig singen. Und also jetzt keine Angst, ich werde nicht anfangen zu singen. Ich habe sehr oft von meinen Kameraden bei der Bundeswehr gesagt bekommen, lass das. Ja. Obwohl wir sehr gern und sehr viel singen bei der Bundeswehr, macht ja auch Sinn, weil das ist gut für die Atmung. Ja. In der Gruppe zu singen, im Gleichschritt marschieren, das ist vom Rhythmus, das ist eine hervorragende Sache, was die Atmung sehr gleichmäßig macht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Amerikaner immer diese bescheuerten Lieder singen, wenn sie in der Landschaft rumrennen. Ja, so Lauflieder gibt es bei der Bundeswehr auch, aber wir marschieren halt viel mehr, als dass wir herumrennen. Und beim Herumrennen, das macht die Bundeswehr meistens sehr früh morgens, da hat dann auch wirklich keiner wirklich Lust, irgendwie zu singen. Wobei es gar nicht so dumm wäre, weil viele Kameraden abends ganz gern was essen mit Zwiebeln, Knoblauch oder viel Bier trinken. Dementsprechend knallt und scheppert es beim Morgenlauf ziemlich ordentlich. Da wäre es vielleicht manchmal gar nicht so doof, wenn sie dabei singen würden. Aber sie tun es selten. Also beim Marschieren wird viel gesungen. Und da habe ich das ein oder andere Mal schon wohlwollend mitgeteilt bekommen, du besser nicht. Also ich werde euch jetzt nichts vorsingen, keine Angst. Trotz alledem ist von Ferdinand Freiligrath, schwieriger Name. Das ist ein Dichter des 19. Jahrhunderts gewesen, der zuerst eher unpolitisch war und dann unter den Einfluss der Ereignisse
dass der 1830er und 1840er sich, man könnte sagen, radikalisiert hat, also als, aus demokratischer Sicht, ja. Ein Radikaler im 19. Jahrhundert ist ein Demokrat. Hm? Weil er eben die bestehende Ordnung, ja, Gott gewollt, der Adel ist oben, ja, umstoßen will und stattdessen die Volksherrschaft. Und das ist furchtbar. Ja, das ist entsetzlich für die Menschen des 19. Jahrhunderts, also die regierenden Menschen des 19. Jahrhunderts. Und deshalb sind das Radikale. So. Und der gute Ferdinand, ja, Ferdi, ja, geht die Sache so an, dass er zum Beispiel ein sehr bekanntes Gedicht beziehungsweise Lied von einem schottischen Dichter namens Burns. Und ich meine jetzt nicht der kleine gelbe Typ, der ein Atomkraftwerk in Springfield betreibt, sondern tatsächlich einen schottischen Dichter, quasi ins Deutsche übersetzt. Wobei diese Übersetzung keine 1-zu-1-Übersetzung ist. Das ist sowieso ein bisschen immer schwierig mit 1-zu-1-Übersetzung, weil gerade bei, wenn man mit Wortspielen arbeitet oder so, würde da vieles nicht übersetzbar sein. Dementsprechend ist es so ein inhaltliches Ding. Und sein erstes trotz alledem ist tatsächlich dann auch dieses A Man for a Z, ne? Von Robert Burns. Quasi mehr oder weniger inhaltlich ins Deutsche übertragen. Und das ist dann auch ein Lied, das wird dann gesungen. Ne? Das ist erstmal ein Gedicht und das wird dann gesungen zu verschiedenen Melodien im Deutschen. Und während der Deutschen Revolution von 1848, also der ersten. Die zweite ist ja der 1918, die dritte ist im Prinzip 1989. Also im Prinzip die drei deutschen Revolutionen. Und man muss mal den Deutschen zugutehalten, dass alle drei deutsche Revolutionen, sagen wir mal so, es artet nie aus in irgendwelches, wir hacken fröhlich einigen tausend Leuten die Köpfe ab. Revolution, wie bei unseren französischen Nachbarn. Die gehen Revolution immer ein bisschen intensiver an. Daher sind die mittlerweile auch schon in der, lass mich kurz nachdenken, fünften? Müssten noch in der fünften oder sind sie schon in der sechsten? Ich will immer ein bisschen Überblick. Ich glaube, sie sind in der fünften Republik. Die vierte hat es verkackt, wie ihr Kolonialreich untergegangen ist in Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann kam die Gaulle wieder und damit beginnt, glaube ich, die fünfte. Whatever. So, und unter dem Einfluss eben oder dem Eindruck der im Prinzip gegen die Wand gefahrene Revolution von 1848, beziehungsweise er merkt ja schon 1848, es läuft nicht so wirklich, wie es laufen sollte, und da schreibt er es trotz alledem noch einmal um. Das ist die Version, die ihr jetzt vor euch seht, und darauf geht die dann auch ein, ja? Also trotz alledem, das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem, nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. So, das bezieht sich natürlich auf die Revolution, die da im März abgeht, in Wien und Berlin vor allem, mit den Barrikadenkämpfen. Und jetzt haben sie im Prinzip zwar, haben sie ihr Parlament in der Paulskirche, aber man merkt, der Wind dreht. Hm? Das ist der Wind der Reaktion mit Mehltauerei von alledem. Das ist die Bourgeoisie am Thron, der annoch steht, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Blutschuld, Trug und alledem. Er steht noch und er hudelt uns, wie früher fast, trotz alledem. Also Blutschuld jetzt nicht falsch verstehen, hier geht es nicht irgendwie um Inzest wie in Game of Thrones. Hier geht es darum, dass eben Deutsche auf Deutsche geschossen haben. Ja. Und die Bourgeoisie am Thron ist im Prinzip das Kapital gemeint, also die schon damals sehr starken Kräfte in der Finanz, in der Wirtschaft, die Interesse haben an den bestehenden Verhältnissen und keine Änderung haben möchte. So, die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen los, Soldaten wild, trotz alledem. Hier ist einfach gemeint, dass eben das Parlament im Prinzip sich mit der bestehenden Kaste versucht zu arrangieren und keinen radikalen Umsturz macht. Dementsprechend die Entwaffnung der Bürgergarden, die hauptsächlich mit Büchsen bewaffnet waren. Das ist zum Beispiel ganz berühmt geworden. Theodor Fontane hat auf den Barrikadenkämpfen in Berlin mitgekämpft und hatte eine Theaterbüchse. Das ist ungefähr von der Wirkung so wie ein Luftgewehr heutzutage. Ne? Gut, Büchsen ist aber im Allgemeinen sowas nicht gemeint, so Flinten, so kleine, sondern tatsächlich eine Büchse ist eigentlich ein Jagdgewehr oder Gewehre, die halt zielgenau schießen.
die eben zivile Menschen haben können, auch damals schon in Deutschland. So, doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz alledem. Also wir geben die Hoffnung nicht auf. Denn ob der Reichstag sich blamiert, professorhaft trotz alledem, und ob der Teufel reagiert mit Huf und Horn und alledem, trotz alledem und alledem, trotz Dummheit, List und alledem, wir wissen doch, die Menschlichkeit behält den Sieg trotz alledem. Damit ist eben dieser Reichstag gemeint, eben die Paulskirchenparlament in Frankfurt. Dann professorhaft ist einfach gemeint, sehr viele von diesen Abgeordneten, die sich da haben reinwählen lassen, die kamen aus den intellektuellen Gruppe, das waren tatsächlich Professoren oder halt Jungs mit dem Doktortitel, die haben auch sehr elegant und sehr eloquent sich unterhalten, aber sie haben halt nichts verändert, sie haben halt echt nur gelabert. Und wie dann andere Geduldsfaden verloren haben, haben die sich dann aus Angst vor der Reaktion, eben mit dieser Reaktion eben, ob der Teufel reagiert, also ist nicht tatsächlich reagiert gemeint von Reaktion und nicht die von Regieren regiert. Ja. Obwohl es hier und da gibt es wohl Varianten, da haben sie regiert reingeschrieben, irgendwelche Menschen, die das scheinbar nicht begriffen haben oder das Original nicht, sich nicht angucken konnten. So, und ob der Prinz zurück auch kehrt mit Hurra hoch und alledem, sein Schwert ist ein zerbrochen Schwert, ein ehrlos Schwert trotz alledem, ja doch trotz all und alledem, der Meinung ach trotz alledem, die brach den Degen ihm in zwei vor Gott und Welt trotz alledem. Also hier ist der Prinz von Preußen gemeint, der Kartätschenprinz, so nannte man hier unten am Rhein den guten Mann, der eben heranmarschiert kommt und die Aufständischen in Südwestdeutschland, vor allem in Baden, der Pfalz, zusammen kartätschen lässt. Kartätschen ist eben ein Geschoss, das man in Kanonen stopft und das, wenn man es abschießt, aufplatzt und ganz viele Splitter in den Gegner hineinfliegen. Das ist so übelst Gemetzel. So, so füllt denn nur der Mörser Schlund mit Eisenblei, mit Eisenblei und alledem, wir halten aus auf unserem Grund, wir wanken nicht trotz alledem. Trotz alledem und alledem und macht dir's gar trotz alledem. Wie zu Neapel jener Schuft, das hilft erst recht trotz alledem. Mit Neapel ist gemeint der König von beider Sizilien, das war ein Bourbone. Auf jeden Fall war das ein Arschloch vom Herrn. Ja, das kann man nicht anders nennen. Das war so ein mieser kleiner Scheißer, der hat sein eigenes Volk in einer Tour bombardieren und beschießen lassen und grausamst behandelt. Der hat Minister, die sich einsetzten für Reformen, hat er in die Galeeren gestopft als Galeerensklaven. Der hat dermaßen gewütet, dass sogar England und Frankreich versucht haben, ihn zu mäßigen, worauf er so ordentlich angekackt hat und sie den diplomatischen Kontakt zum abgeschlossen haben, abgebrochen haben. Also das ist so ein Arsch, der brennt in der Hölle, aber ganz tief unten. So, nur was zerfällt, vertretet ihr, seid Kasten nur trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum trotz alledem. Trotz alledem und alledem, so kommt denn an trotz alledem. Ihr hemmt uns doch, ihr zwingt uns nicht. Unser die Welt, trotz alledem. Das ist eben diese letzte Strophe, von der ich halt meine, dass es halt unheimlich wichtig ist für die deutsche Geschichte, weil hier auch dieser Satz vorkommt, wir sind das Volk. Ja? Der Grundgedanken der Volkssouveränität, das Volk herrscht und die, die quasi für uns diese Aufgabe nehmen, in der indirekten, indirekten Demokratie, ja. Direkt ist in Schweiz, wir sind indirekt, weil wir haben Repräsentanten, wir wählen Politiker und die lassen sich von der Lobby, nee, also die sollen eigentlich unseren Auftrag erfüllen, nämlich für uns regieren. Und deshalb ist eigentlich, die Abgeordneten haben eigentlich ein freies Mandat, eigentlich dürfen sie sich schon nicht mal von der Fraktion ihrer Partei viel sagen lassen. Das macht man halt, weil es halt sich so eingeschliffen hat, weil es praktisch ist, aber theoretisch sollte jeder Abgeordnete ist eigentlich nur seinem Gewissen und eben dem Willen seiner Wähler unterworfen. Das ist relativ frei in der Interpretation. Nichtsdestotrotz sollte man eigentlich erwarten, dass er zum Wohle seiner Wähler arbeitet. Und jetzt ist es so, ja, ich habe jetzt mal ein paar Bilder vorbereitet, während ich jetzt anfange auszuschweifen, warum ich jetzt trotz alledem gewählt habe. Ja, weil zurzeit brennt es ja mal wieder in Deutschland, dass ich wieder Plagg bekomme. Also zwei Themen haben mich jetzt die letzte Zeit beschäftigt. Übrigens, das Bild ist aus Wien.
Ja, das sind die Bürgergarden in Wien 1848, die für ein gemeinsames deutsches Vaterland gekämpft haben. Aber wenn sich das heutige Österreicher nur noch schwer vorstellen können, das liegt aber daran, dass die heutigen Österreicher das Ergebnis sind von jetzt fast geschmeidigen über 60 Jahren Indoktrination, dass Österreich mit Deutschland im Prinzip nichts zu tun hat. Das war ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg politisch so gewollt. Diese Gedanken, weil Österreich wollte sich eben um Reparationszahlen und die Schuldfrage drücken und vor allem in Bezug auf die Juden wollte man ein sauberes Gewissen und Hemd bewahren und hat quasi so getan, von wegen Österreich war das erste Opfer Hitlers. Das hat man tatsächlich so auch kolportiert. Heutzutage nimmt das keiner mehr ernst. Also wenn tatsächlich noch jemand mit so einem Quatsch anmarschiert kommt, wird er einfach nur schamlos ausgelacht. Aber tatsächlich ist vieles heute ein Ergebnis von bewusster politischem Willen, Druck auszuüben auf eine Veränderung im Geschichtsbewusstsein. Also wenn man jetzt einen Österreicher von 1900, sagen wir mal geschmeidig, 35 oder 1920 oder 1904 oder 1860 gesagt, du gehörst nicht zum deutschen Volk, also nicht zur deutschen Nation, der hätte einen ausgelacht, der hätte gesagt, du bist nicht ganz sauber in der Birne. Nicht umsonst hat sich ja die erste Österreichische Republik nach 1918 auch Deutsch-Österreich nennen wollen. Das haben die nicht gemacht, weil sie irgendwann sie sind irgendwie was vom Mond herabgestiegen ist und zufälligerweise die gleiche Sprache spricht wie die Nachbarländer Liechtenstein, Luxemburg, Deutschland und die Deutschschweiz. So, also wie gesagt, in Wien hat es ordentlich gebrannt und da sind eine Menge auch dann hingereist, um dort quasi die zu unterstützen. Da waren dann verschiedenste Einheiten unterwegs. Das ist jetzt ein Bild, da geht es halt darum, die Revolution von 1848 verbreitet sich über Europa, von Frankreich wieder mal ausgehend auf die Staaten Italien und Deutschland und nach Polen, wobei halt Italien und Deutschland hier ganz besonders stark beeinflusst wurden, weil das eben Völker waren, die keinen Staat hatten. Es gab keinen italienischen Staat, es gab keinen deutschen Staat. Es gab aber Staaten in diesen Ländern, wie zum Beispiel Preußen, Berlin, Sachsen etc. Ach, Berlin, Preußen, Bayern, Sachsen etc. Oder in Italien eben, Piemont, Sizilien, der Vatikanstaat, hast du nicht gesehen. Ja, und die Österreicher hatten einen ordentlichen großen Batzen davon. Und jetzt kommen wir langsam mal in unsere Zeit, wobei es ist bunte Mischung. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Ereignisse herausgewählt, was so Bilder angeht, weil ich einfach mal zeigen wollte, Demokratie ist ja nichts, was einem in den Schoß fällt. Ja? Auch wenn manche Politiker es nicht begreifen und schicken die Bundeswehr zum Beispiel nach Afghanistan, behaupten, dort verteidigen wir jetzt irgendwas am Hindukusch und früher oder später diffundiert das quasi aus den deutschen Soldaten hinein in die afghanische Bevölkerung, so wegen, ja, Demokratie ist da eine super Sache. Und dann fangen die irgendwann damit an. So funktioniert es nicht. Das heißt nicht, umsonst ein Volk muss sich seine Freiheit selbst erwerben, erobern, sonst wird sie es nicht zu schätzen wissen, sondern sie wird es als was Fremdes, Aufgepfropftes abstoßen. Und die Deutschen haben einfach diese Entwicklung hier jetzt gemacht, die extrem schmerzhaft auch verlief. Ja, das ist hier aus der Paulskirche in Frankfurt 1848. Genau, was hat mich jetzt aufgeregt? Zum einen hat mich natürlich wieder mal aufgeregt, was meine Verteidigungsministerin wieder getrieben hat. Das ist so eine unglaublich. Ich hätte ja nie gedacht, dass wir mal einen Verteidigungsminister haben, den nach Gutenberg, den ich noch weniger respektiere als zu Gutenberg. Der war ja schon, da habe ich gedacht, so, da ist es eben auf dem Boden aufgeschlagen. Aber Gutti war tatsächlich jemand, der bei all seinen vielen, vielen, vielen Fehlern zumindest den Eindruck vermittelt hat, dass er bewusst Reformen machen will. Gut, die Reform war schlecht, die waren chaotisch, die haben der Bundeswehr mehr geschadet als genützt, aber er hat zumindest irgendwas angeschoben. Hier jetzt ist es so, wir haben jetzt das G36 groß, vor allem in der Bild-Zeitung, diskutiert bekommen. Und das ist ja reiner Aktionismus, das ist reiner blinder Aktionismus, dieses Problem am G36, das ist ja Unfug. Ja? Das G36 ist ein hervorragendes Sturmgewehr. Eine Waffe wird heiß, wenn man sie schießt. Das ist normal, deshalb heißt das Feuerwaffe. Da findet eine kleine Explosion drin statt und dann fliegt da so ein Geschoss durch das Rohr. Früher oder später wird das heiß. Deshalb hat man zum Beispiel beim MG auch ein zweites Rohr dabei, damit man einen Rohrwechsel durchführen kann. Beim Sturmgewehr macht man das halt logischerweise nicht. Ja. Jetzt ist aber
das G36 auch bei höheren Außentemperaturen eine durchaus zielgenaue Waffe. Man muss schon mehrere Magazine in Dauerfeuer durchblasen, bis das Ding dermaßen heiß wird, dass es nur noch 7% Treffergenauigkeit hat. Ein Soldat, der so einen Unfug macht, ist entweder in einer extrem beschissenen Notlage, das heißt, er muss Deckungsfeuer schießen ohne Ende, damit er seinen Arsch aus einem Problem rauskriegt, oder B, er ist ein Depp. So, das heißt, das sind Extrembedingungen, die sie da jetzt rangeführt haben. Das Ganze kommt aber nicht von ungefähr. Die Bundeswehr hat Probleme. Jede Menge. Ja? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, das alles aufzuführen. Der NH90, die Korvetten, das U-Boot, der Airbus, der Zustand der Kasernen, der Zustand von verschiedenen Waffensystemen, die Überalterung der Ausrüstung, Probleme mit der Versorgung. Es gibt unheimlich viele Probleme, aber alle davon würden A, Arbeit und B, sehr viel Geld kosten, wenn man das Problem löst. Jetzt einfach sich hinzustellen als Ministerin zu sagen, so, das G36 hat keine weitere Zukunft in der Bundeswehr, ist total super, weil man kann jetzt der Bild-Zeitungsleser vermitteln, aha, die hat ein Problem erkannt und ist gelöst. Nein, hat sie nicht, sie hat wieder mal nur eine Luftblase losgelassen. Und das wird sich ja nichts ändern. Die Bundeswehr wird jetzt nicht das G36 abstoßen. Das ist ja Unfug. Das dauert Jahre, Sturmgewehr zu ersetzen. Das G3 haben wir immer noch im Dienst. Und das ist ein hervorragendes Gewehr immer noch als Scharfschützen, als kleines Scharfschützengewehr. Also G3 mit ZF ist immer noch im Dienst. Das G36 wird nicht aus dem Dienst genommen werden. Die haben jetzt einfach nur blinden Aktionismus gemacht und können sich jetzt präsentieren, irgendein Problem wurde jetzt gelöst. Um halt von den anderen echten großen Problemen abzulenken. Weil die will man gar nicht lösen, weil man die nicht lösen kann. Das würde Schweinegeld kosten. Und da fehlt auch der politische Wille, weil es in Deutschland keinen Politiker gibt, der sich hinstellen würde, würde sagen, jawohl, jetzt reformieren wir die Bundeswehr mal so, dass es auch Sinn macht und nicht nur so, dass das Problem ist ja, dass die Bundeswehr eine Armee ist, deren erster Auftrag heutzutage eigentlich darin besteht, irgendwelchen Bundesländern das Gefühl zu vermitteln, sie würden Arbeitsplätze bei ihnen schaffen. Das ist so, hat man den Eindruck, ist so der erste Auftrag. Weil anders ist ja nicht zu erklären, warum die Bundeswehr immer noch unzählige, völlig nutzlose kleine Kackstandorte unterhält, die den Steuerzahler einen Arsch voll Geld kosten, die Soldaten ununterbrochen auf der Autobahn hält, wo sie Sprit und ihre Lebenszeit vergeuden. Nur um da hin und her zu gurken, nur weil irgendwelche Ministerpräsidenten irgendwelcher seltsamen Bundesländer sagen, ja, aber hier, ihr könnt doch jetzt nicht die Bundeswehrstandorte in meinem Bundesland auflösen, weil ich brauche diese Arbeitskräfte hier. Also die Arbeitsplätze, die da drumherum geschaffen werden. Jetzt ist es so, tatsächlich, wo eine Kaserne ist, schafft die Arbeitsplätze. A, Putzfrau, B, Burger King und McDonald's und eine Reinigung für die Uniform. Also das sind so die wichtigsten. Ja? Dann kommen so Soldaten, haben oft das Bedürfnis, Familien zu gründen, Kinder in die Welt zu setzen und das mehrmals. Ich kenne kaum Kameraden, der nicht mehrfach geschieden ist und immer wieder neu anfängt. Da sieht man diesen unerschütterlichen Optimismus der deutschen Armee. Egal wie scheiße die Lage ist, wir stehen auf, wir machen weiter, auch nach der dritten Scheidung, wir machen nochmal. Ja, wir bauen noch das fünfte Haus beim wieder mal Umzug, weil Versetzung. Wobei es ja immer heißt, ihr werdet nicht mehr versetzt. Ja, das ist jetzt euer. Und dann heißt es so 2 Wochen später, ach, wisst ihr was, ihr werdet es doch versetzt. Toll, ich habe gerade ein Haus gekauft. Also, und dann die zweite Aufgabe der Bundeswehr ist ja, unsere Regierung das Gefühl zu vermitteln, sie könnte irgendwie auf internationaler Ebene dicke Backen machen. Und zum Beispiel den Amerikanern die Bundeswehr aufdrängen, damit sie in Afghanistan mitspielen darf. Die Amerikaner wollten die Bundeswehr nicht in Afghanistan. Die wussten überhaupt nicht, was sie mit uns da anfangen sollen. Weil die Bundeswehr nicht A, nicht von der Ausbildung, B, nicht von der Ausrüstung und C, nicht vom politischen Ansatz, den der Bundestag abgesegnet hat, überhaupt in der Lage gewesen wäre, irgendwas Sinnvolles in Afghanistan zu treiben die ersten Jahre. Was sie von uns wollten oder zumindest akzeptiert hätten, das wären unsere Spezialkräfte, ja, die KSK, die ist ja auch sinnvoll dann eingesetzt worden. Nicht unbedingt, also ethisch äußerst grenzwertig, ja, kann man darüber diskutieren, aber durchaus erfolgreich. Der Rest der Truppe, der runtergekommen ist, der durfte sich selbst irgendwie beschäftigen und bespaßen. Die haben sich dann was gesucht. Ja, haben danach gute Arbeit gemacht. Aber es war halt eigentlich sinnlos. Ja? Man hat halt da rumgehockt, hat halt irgendwelche Sachen gebaut und irgendwelchen Kindern irgendwas in die Hand gedrückt. Jetzt will ich den Kameraden, die das gemacht haben, nicht irgendwie in den Rücken treten. Die haben so gut und sinnvoll die Zeit genutzt, die sie da unten verbringen durften, wie es möglich war. Aber es hätte halt einfach nicht sein müssen. So,
Aber unsere Bundesregierung versucht ja schon seit Jahren mehr Einfluss zu bekommen international und buhlt so ein bisschen um so ein mehr Einflussgrad im Bereich der UN, was sowieso Schwachsinn ist, weil die UN überhaupt gar keinen Einfluss hat. Das ist ein von vorne bis hinten verbogenes Ding, das so in der Funktion, also in der Bauweise, wie sie heute hat, überhaupt nicht mehr sinnvoll verwendet werden kann. Das ist eine riesen Palaverstube. Ja, die schafft für eine Menge Juristen Arbeitsplätze, aber sonst macht die halt nicht mehr viel. Ja, ab und zu. Ich vergleiche ja den Obermotz, den Oberhäuptling von der UN immer ganz gern mit dem Dalai Lama. Mehr Funktion hat er nämlich auch nicht. Die reisen herum, gucken huldvoll und ab und zu lassen sie was Moralisches vom Stapel. Das kostet nur einen Arsch voll Geld. Deshalb zahlen die Amerikaner schon zum Beispiel seit vielen Jahren kaum noch ihren Anteil an die UN und sind eigentlich im Prinzip ein Riesenschuldner, was die UN angeht. Machen aber immer die dicksten Backen. Ja, so läuft große Politik ab. Also das ist das eine, was mich in den letzten Wochen aufgeregt hat. Und das andere ist, jetzt ist ja rausgekommen, dass der Bundesnachrichtendienst, also Deutschland hat ja mehrere Geheimdienstorganisationen, also so heißt das offiziell nicht, eigentlich sind das Nachrichtendienste. Ja. Davon hat Deutschland mehrere. Der militärische Abwehrdienst, wobei der mittlerweile, glaube ich, weitgehend integriert ist in den Bundesnachrichtendienst. Der Bundesnachrichtendienst ist quasi der Auslandsnachrichtendienst, der guckt nach draußen. So, zumindest auf dem Papier. Der Verfassungsschutz, der guckt nach innen. Der guckt zum Beispiel nach bösen Nazis. Gut, ab und zu entgeht ihm der eine oder der andere, wie zum Beispiel die NSU. Das ist bis heute eine Affenschande, was da gelaufen ist. Das kann man auch nur als Komplettversagen der deutschen inneren Behörden, Staatsanwaltschaften, Verfassungsschutz, Polizei, also kann man nicht anders beschreiben. Totalversagen. Und dann gibt es natürlich noch es gibt zwei militärische, der BND guckt nach außen, der Verfassungsschutz nach innen, und dann gibt es theoretisch zwei militärische, der MAD, der guckt nach innen, damit die Bundeswehr nicht unterwandert wird von verfassungsfeindlichen bösen Menschen. Und dann gibt es natürlich militärischen Aufklärung, die schaut nach draußen, die guckt an, was hat denn der Putin eigentlich für Panzer. So. Jetzt hat der BND, ist wohl rausgekommen. Also, was heißt hier jetzt rauskommen, das ist schon länger bekannt. Der BND hat der NSA, also den amerikanischen Nachrichtendienst, der mittlerweile extrem mächtig und groß geworden ist, wohl geholfen, schon das schon über Jahre hinweg, deutsche Bürger und Unternehmen auszuspionieren. So, das Interessante an der Sache ist, die Regierung hat es gewusst. Natürlich hat sie das gewusst. Der BND handelt nicht einfach irgendwie im stillen Kämmerlein. Gut, macht er schon ein bisschen, weil das halt nun mal sein Job ist als Nachrichtendienst. Ist ja auch natürlich irgendwo auch Schutz der Mitarbeiter, dass die da nicht von irgendeiner Labertasche im Reichstag dann quasi, der dann irgendwie im Suffkopf irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendeiner so Journalistin ins Dekolleté-Start ihr irgendwie ein Kompliment über Dirndl macht und ihr nebenbei noch irgendwas Vertrauliches ins Ohr flüstert, weil er ist der große Macho, er kennt sich aus. Nee, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, Gottes Wille. Ich glaube nicht, dass der so unprofessionell war, aber es ist ja theoretisch möglich, dass irgendeiner was auslabert. Und dahinsprechend zum Schutz der eigenen Mitarbeiter ist es schon, denke ich mal, nicht unüblich, dass auch der BND öfters mal die Fresse hält, bis irgendwas in trockenen Tüchern ist. Nichtsdestotrotz war die Regierung natürlich informiert. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich von der Bundesregierung zu halten und von einem Nachrichtendienst, der eigentlich die Deutschen schützen soll, die deutsche Interessen vertreten, wenn der einer ausländischen Fraktion, mit der wir zwar verbündet sind, nichtsdestotrotz eine ausländische Fraktion hilft, unsere eigenen Unternehmen, Wirtschaftsspionage im großen Stil, und unsere Bürger auszuspionieren. Da muss man schon eine Kopfhasse. Was hat denn das mit unserer Entwicklung zu tun, unser Demokratieverständnis? Was hat das mit zu tun, wie wir überhaupt die Souveränität und unseren Staat betrachten? Zumal die Opposition in der Anfrage die Regierung gefragt hatte, stimmt das? Weil das ist ja schon länger bekannt. Und die Regierung frech gelogen hat, gesagt, nein, niemals. Das wüssten wir doch. Jetzt ist gut, es sind zwei Möglichkeiten. A, die Regierung ist so grob inkompetent, dass sie das tatsächlich irgendwie verballert haben und es nicht mehr wussten oder zu blöd waren zu begreifen, was sie da mit dem BND erlaubt haben. Oder sie haben einfach gelogen. Sie haben frech und stumpf gelogen. Jetzt ist es so, wir wissen ja, dank verschiedener Zitate aus den vergangenen Jahrhunderten, es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Aber wir haben eigentlich gerade gar keine Wahl. Auch wenn Frau Merkel immer wieder gern sagt, man kann ja nicht erwarten, ja, da macht sie immer diese berühmte Raute, man kann ja nicht erwarten, dass nach der Wahl tatsächlich das Versprechen umgesetzt wird, was man vorher so gelabert hat. Ne? Adenauer hat das immer schön gesagt, das interessiert mich mein Gewäsch von gestern.
Das ist ein ehrlicher Ansatz, aber es hilft uns trotzdem nicht weiter, weil dann ist unsere Demokratie, wie wir sie kennen, ist halt an die Wand gefahren. Wenn das Volk als souverän verarscht wird von denen, die wir gewählt haben, dass sie unsere Interessen vertreten, dann brauchen wir die vielleicht einfach nicht mehr. Dann sollten wir die vielleicht einfach in den Harz treten, wo sie vielleicht auch hingehören dann, und sollten die Laden direkt übernehmen, so wie unsere Deutsch-Schweizer Kumpels im Süden, also generell die Schweizer Kumpels im Süden. Wir haben ja jetzt neuerdings einen Deutsch-Schweizer im Clan, finde ich ziemlich cool. Ja, das sind übrigens die Barrikadenkämpfe in Berlin. Also, das ist etwas, das hat mich fürchterlich aufgeregt, aber was mich sogar noch mehr aufgeregt hat, ist, wie ich wutentbrannt mit Menschen das verkündet habe. Gerade, stellt euch mal vor, was da gelaufen ist. Der BND und die Regierung, und die hat gelogen. Und die Reaktion war Schulterzucken. Es war einfach bloß, ja, und? Rafft ihr das nicht? Wo ist denn das Problem? Da krieg ich einen Anfall. Da merkt man doch, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Man wird doch bewusst, da wird doch irgendwas läuft doch da falsch. Die Bevölkerung kann doch nicht dermaßen abgestumpft sein und durch irgendwelche sinnlosen Fernsehsendungen voll verblödet, dass denen das einfach scheißegal ist. Aber offensichtlich ist das ja so. Und ja, also ich hoffe, dass ihr jetzt irgendwie daheim genauso erschüttert seid wie ich, weil ihr denkt so, also hallo? Gut, man hat von den Amerikanern ja nichts anderes erwarten können. Das meine ich jetzt nicht böse. Ja? Ich unterstelle jetzt nicht irgendwie der Amerikaner an sich, ist ja Unfug. Sondern schon unter Bill Clinton, ja, der Mann mit der Zigarre, ihr wisst Bescheid, gab es wohl die Weisung, oder das weiß man relativ sicher, es gab die Weisung an die Nachrichtendienste, vor allem an die CIA, sie sollen die amerikanische Wirtschaft quasi unterstützen, indem sie Informationen beschaffen soll. Im Prinzip hat die Regierung der USA den Nachrichtendiensten der USA gesagt, geht mal spionieren im Ausland, was wir nutzen können für unsere Wirtschaft. So, jetzt muss man schon ein Riesenschwachkopf sein, wenn man erwartet, dass die CIA jetzt freudig nickt, das Körbchen packt und fährt jetzt, keine Ahnung, nach Simbabwe. Weil in Simbabwe haben sie eine neue Feldhacke entworfen, mit dem man den Maniok irgendwie besser wenden kann. Keine Ahnung, oder die Hirse. Ich weiß gar nicht genau, was für Cash Crops man in Simbabwe heutzutage anbaut. Ist ja völlig irrelevant. Es war ja von Anfang an klar, dass Wirtschaftsspionage, Industriespionage nur da funktioniert und sinnvolle Früchte trägt, wo die Leute einen technologischen Status haben, der entweder gleich oder besser ist als daheim. Dass sie da nicht irgendwo hinfahren, irgendwie nach Indonesien, also gut, jetzt weiß ich, das sind jetzt einfach nur mal Beispiele, sondern dass sie halt vermutlich nach Europa gehen werden, ja, und sich dort ein bisschen umgucken, das war irgendwie zu erwarten. So, dass dann die Europäer zum Großteil eigentlich schon mit den Amerikanern verbündet sind, steht ja auf einem völlig anderen Papier, weil das ist ja ein Militärbündnis. Da steht ja in dem Militärbündnis, der NATO steht in der drin, wir spionieren nicht beieinander. Ne? Also wer das glaubt, ist ja blauäugig. Also die Amerikaner haben das auch nie einen Hehl draus gemacht. Nur unsere Regierung glaubt aus irgendwelchen Gründen dann noch lügen zu müssen, obwohl längst klar ist, dass die Amerikaner das machen, kann man denen nicht wirklich vorwerfen. Aber dass unsere Regierung so saublöde ist und denen dabei hilft, und dass er noch dann auch noch lügt darüber. Da bleibt einem die Spucke weg. So. Und das wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen als Anlass nehmen, so meine Aufreger der letzten Zeit. Und wollte das hier so mit reinpacken, bei trotz alledem, und euch das mal so vermitteln. Ah, da haben wir jetzt nochmal so hier Freiheitskämpfe aus den Barrikaden. So, ja, hier. Da wurde vom Reichstag die Fahne gehisst, ja, nach der Wiedervereinigung. Ah, Deutschland, einig Vaterland. Das ist auch die Barrikadenkämpfe. Und das ist eben die Erschießung von Robert Blum in Wien. Das war ein Parlamentsabgeordneter, der nach Wien gereist ist, also aus Sachsen stammt. Und der ist nach Wien gereist mit einigen anderen Abgeordneten vom Paulskirchenparlament, um sich das dort anzuschauen, wie dort im Prinzip die Entwicklung läuft. Und zu dem Zeitpunkt haben die demokratischen Kräfte gerade tierisch auf die Nase bekommen. Die Reaktion hat die Stadt überrannt. Dabei wurden die auch festgesetzt und Robert Blum wurde dann zum Tode verurteilt und erschossen, was natürlich grob gegen internationale Abkommen geltendes Recht verstoßen hat. Aber so ist es halt, die regierenden Mächte, die scheißen drauf. Da sieht man immer ganz schön bei so Ländern wie Russland oder Türkei oder so. Wenn das eigene Recht und Gesetz den Machthabern nicht passt, dann wird es geändert oder halt ignoriert. Ja. Und das war damals nicht anders, als es heute ist. Und das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern, bis das Volk vielleicht nicht mehr mit den Schultern zuckt und sagt, oh, ja,
Und tangiert mich das jetzt? Läuft deswegen jetzt meine Lieblingssendung nicht mehr im Fernsehen oder was, wenn die Regierung das eigene Volk ausspioniert und anderen dabei noch hilft? Also, wie gesagt, das war mein erstes Video, wo ich mal so richtig ausschweifen darf, mal so richtig draufhauen darf, ohne dass jemand hinter sich beschwert. Jetzt hat er aber überhaupt nicht gezockt. Ich würde das gern fortsetzen, immer so was zum Anlass nehmen, da das ein bisschen zu erklären, das ein bisschen vorstellen und dann großzügig abschweifen und irgendwo mal ordentlich draufhauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei oder habt vielleicht sogar das eine oder andere mitgekriegt. Ihr dürft natürlich immer gern Fragen stellen oder konstruktive Kritik vor Anschläge, nein, Anschläge nicht, falsche Fraktion, ja. Vorschläge bringen. Und ansonsten, ich gehe jetzt wieder zocken, weil ich habe mich jetzt so richtig schön jetzt Dampf abgelassen, ja, so richtig so durch die Ventile rausgelassen. Ich gehe jetzt irgendwas gemütlich zocken, nehme das natürlich auch auf. Euch wünsche ich was, wir sehen uns hier wieder. Und ansonsten, wenn ihr darauf keinen Bock habt, auf den Quatsch, den der Monty da jetzt treibt, dann sehen wir uns in einem Spiel, einem Video zu einem Spiel wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschö.